Hallo und willkommen zurück zum Matura Express. Ich bin die Tina vom Deutschteam und heute geht es um die Textinterpretation. Okay, also wie schon gesagt, heute geht es um die Textinterpretation und zwar genauer gesagt um die Epik. Da werden wir uns anschauen, zuerst einmal, was ist überhaupt Epik? Was bedeutet das? Dann schauen wir uns generell die Textinterpretation an. Was gibt es da so zu beachten und wie schaut der Aufbau einer Textinterpretation aus? Danach gehen wir zur formalen und sprachlichen Analyse. Was muss man da alles machen? Was sind da alles für Punkte dabei? Und so weiter. Dann gehen wir natürlich zur inhaltlichen Analyse über, das also die eigentliche Interpretation dann wirklich ist. Und zum Schluss schauen wir uns noch ein paar rhetorische Figuren an, die bei der Textanalyse und Textinterpretation immer sehr hilfreich sind zu wissen. Also, was ist eigentlich Epik? Episch bedeutet erzählend oder narrativ. Es gibt also diese drei großen Epik, Dramatik und Lyrik, die wir jetzt vor allem unterscheiden müssen, wenn wir interpretieren oder analysieren. Und heute beschäftigen wir uns mit der Epik. Es sind also erzählende Texte in Vers- oder Prosaform, die haben also so schöne Absätze. Und sie berichten also meistens über vergangene Ereignisse und deswegen also auch in Präteritum, in der Vergangenheitsform. Genau, was muss man jetzt bei der Textinterpretation besonders beachten? Geschrieben wird das Ganze also hauptsächlich im Präsens oder im Perfekt, wenn über was Vergangenes geschrieben wird. Das Ganze soll natürlich sachlich und nicht wertend sein. Ihr sollt also, wie gesagt, dann nicht unbedingt eure eigene Meinung reinbringen, sondern eher eure Interpretation. Was glaubt ihr, was der Autor mit der Art, wie er diesen Text geschrieben hat und verfasst hat, sagen? Genau, deswegen sollt ihr also keine Ich-Form verwenden und auf den Text fokussiert bleiben. Ganz klar beim Text bleiben, beim Thema bleiben, immer sehr auf den Text beziehen, weil daraus besteht eigentlich diese ganze Textsorte. Ihr sollt natürlich ganz klar die Struktur einhalten, die da gegeben ist, alle Punkte, die besonders in der Textanalyse da sind, auch einbringen und Fachvokabular verwenden. Ihr könnt also gerne die ganzen Namen von rhetorischen Figuren und so weiter verwenden und auch in der formalen Analyse gibt es einiges an Fachvokabular, das man gut verwenden kann. Das schauen wir uns dann gleich später noch an. Genau, zum Aufbau einer Textinterpretation. Es gibt also Einleitung, Hauptteil und Schluss, ganz klar. In der Einleitung sollt ihr zuerst einmal so diese Grundfakten des Textes wiedergeben. Also wer ist der Autor, was ist das für eine Textsorte? Was ist der Titel? Wann und wo ist der Text erschienen? Vielleicht auch in welcher Zeitepoche, wenn es wichtig ist. Und was für ein Thema hat der Text? Ich soll also da schon ein bisschen reinführen. Und könnt es auch schon eine ungefähre Richtung angeben der Interpretation. Und zwar könnt ihr das mit dem Thema ganz gut verbinden. Wenn ihr das dann gemacht habt, geht es über in den Hauptteil. Da soll es jetzt zuerst mal den Inhalt des Textes wiedergeben. Und zwar denkt es da immer an die W-Fragen. Und zwar wer, wann, wo, was, warum. Da geht es also um den Inhalt und nicht um Autor und so weiter, sondern wer kommt in dem Text vor, wer sind die Personen. Wann machen sie was, wann spielt es. Wo findet diese ganze Situation statt. Was passiert überhaupt und warum passiert das? Und wenn ihr euch diese W-Fragen im Kopf behaltet, dann ist es relativ sicher, dass ihr auch wirklich alle wichtigen Details
alle wichtigen inhaltlichen Details festhaltet. Dann geht ihr über zur formalen Analyse, dann zur sprachlichen Analyse und dann zur Interpretation. Und diese drei Sachen werden wir dann auch gleich noch näher besprechen. Bei der Interpretation kann man dann auch noch die Personen reinnehmen, je nach Operator. Eben ganz wichtig ist bei eigentlich allen Textsorten, besonders bei der Interpretation hier, dass ihr wirklich die Angabe beachtet und die Operatoren beachtet, die gegeben sind. Also diese drei kleinen Pünktchen, die da immer in der Angabe drinnen sind, dass ihr die unbedingt bearbeitet und nicht nur die Aufgabe so, wie es eben standardmäßig zu machen ist. Genau, und dann gibt es natürlich noch einen Schluss, wo ihr den Text nochmal dann bewerten könnt und jegliche Argumente begründen könnt, die ihr vielleicht noch begründen wollt oder eure Bewertung begründen wollt. Und da könnt ihr auch noch die Wirkung des Textes auf Leser, jedenfalls die Wirkung des Textes auf Leser oder Leserinnen könnt ihr da dann nochmal anführen. Okay, dann gehen wir mal weiter zur formalen und sprachlichen Analyse. Die formale Analyse besteht also einmal aus einer inhaltlichen Gliederung. Was ist also da inhaltlich enthalten in dem Text? Gibt es Einleitung, Hauptteil, Schluss? Und was genau passiert da dann drin? Gibt es in dem Text einen gewissen Wendepunkt oder gibt es eine gewisse Spannungskurve, die dann fällt wieder oder die dann irgendwann einen Höhepunkt hat? Wenn ja, kann man das beschreiben und dann eben auch was daraus interpretieren. Was will der Autor daraus sagen? Hat es einen bestimmten Grund, warum das so ist? Und das gilt übrigens für alle Punkte der formalen und sprachlichen Analyse. Alles, was der Autor irgendwie macht oder wie der Autor den Text verfasst und schreibt, hat einen Sinn und diesen Sinn müsst ihr interpretieren. Warum macht es der Autor so? Warum gibt es da einen bestimmten Wendepunkt? Warum schreibt der Autor da das so? Warum verwendet er da so viele Adjektive oder wie auch immer? Jede Besonderheit oder Einzelheit des Textes ist etwas, das ihr interpretieren könnt. Und das ist ganz einfach eigentlich. Ihr überlegt euch einfach, was bewirkt das, wenn ihr das lest, wie fühlt ihr euch dann oder woran denkt ihr da dran? Oder wie meint ihr dann, dass das Ganze weitergeht? Und das schreibt ihr dann einfach hin. Genau, so geht es also auch mit der Erzähltechnik. Es kann also das Ganze, das ist nicht so wirklich an Zeit und Raum gebunden, die epischen Texte. Und deswegen kann also der Autor entweder zeitdehnend, zeitraffend oder zeitdeckend schreiben. Das bedeutet also, wenn er so schreibt, dass alles sehr genau beschrieben wird und sehr klar ist und wirklich man sich sehr lange in einer Situation aufhält, dann ist das Ganze zeitdehnend. Wenn es eher zeitraffend geschrieben ist, bedeutet das also, dass der Autor sehr schnell rübergeht, dass er nicht sehr viel beschreibt, sondern einfach sehr schnell von Situation zu Situation geht. Und zeitdeckend wäre eben, dass es da relativ wenig Auffälligkeiten gibt. Das ist also auch was, das man interpretieren kann. Warum macht der Autor das so? Warum wechselt es vom einen Absatz zum anderen oder von der einen Situation in die andere? Und so weiter. Außerdem gibt es die Erzählerhaltung. Da gibt es entweder den Er-Sie-Erzähler oder den Ich-Erzähler. Ganz klar, eben entweder der Erzähler spricht in der eigenen Person oder ist außerhalb und verwendet eben er oder sie. Dann gibt es auch noch die Erzählperspektive. Da geht es jetzt darum, ist das personal, auktorial oder neutral. Wenn es also personal ist, genau, dann geht es eben um er, sie oder ich. Eigentlich sollte das umgekehrt sein.
zuerst müsst ihr euch eben die erste Erzählperspektive anschauen. Und zwar eben, ist das Ganze personal, dann ist es entweder eine Er-Sie- oder Ich-Erzählerhaltung. Ist das Ganze auktorial, dann schreibt der Leser zum Beispiel, Paul isst einen Apfel oder Susi fuhr mit dem Auto, um es ganz simpel auszudrücken. Solche Dinge eben, wo der Autor dann außerhalb ist. Man weiß zwar, dass der Autor da ist, aber er ist außerhalb und er ist aber trotzdem in dem Geschehen irgendwie involviert und kann das Ganze ändern und man weiß, dass er da ist. Im Gegensatz zu der neutralen Erzählperspektive, wo man einfach ganz vergisst, dass es überhaupt einen Autor oder einen Erzähler gibt. Wo man also einfach den Text liest, ohne dass man das Gefühl hat, da ist jemand irgendwo da oben und erzählt den Text. Genau, da kann man auch nochmal überlegen, warum macht der Autor das so, warum schreibt er das so, hat das einen Sinn, was will das mit dem Leser machen. Dann gibt es natürlich auch Sachen, die ganz typisch je nach Textsorte geschrieben werden. Textsorten, die in der Epik vorkommen, sind zum Beispiel die Novelle, die Erzählung, die Kurzgeschichte, die Anekdote oder die Fabel. Und da gibt es eben zu jeder Textsorte verschiedene typische Charakteristiken, die da eingebaut werden oder eben nicht eingebaut werden. Das wäre auch noch was Interessantes zu interpretieren. Warum sind diese Charakteristika da, warum sind sie nicht da? Die genauen Einzelheiten zu jeder von diesen Textsorten könnt ihr ganz, ganz leicht auf Google finden. Ist relativ easy zu machen. Oder wenn ihr eben mit einem Deutschbuch arbeitet, dann sollte das da auch normalerweise drinstehen. Dann geht es weiter zur sprachlichen Analyse. Da haben wir also einmal, was ist das für ein Stil, wie ist die Sprache, ist es eher sachlich, eher nüchtern, objektiv, eher emotional, ironisch, umgangssprachlich. Gibt es eben ganz verschiedene Ausdrücke, um das zu beschreiben, wie der Text eben verfasst ist. Dann geht es natürlich auch um die Wortwahl. Was für Wörter wählt der Autor? Sind es viele Adjektive, zum Beispiel ist er sehr beschreibend? Verwendet er Fachsprache, also Fremdwörter, Nominalisierungen, viele oder eben auch nicht? Was gibt es da einfach für Auffälligkeiten, die man immer wieder im Text bemerkt oder auch nur in bestimmten Passagen? Und warum ist das dann so? Dann gibt es natürlich auch den Satzbau, der viel aussagen kann. Und zwar je nachdem, eben, ob das entweder ein sehr komplexer oder ein sehr, sehr einfacher Satzbau ist. Sind es also lange Sätze, verschachtelte Sätze oder eher ganz kurze, einfache Sätze, die leicht zu verstehen sind. Das kann auch was aussagen und einen Sinn dahinter haben. Natürlich gibt es dann noch die rhetorischen Figuren, die man deuten kann, die meistens zur Hervorhebung für irgendwas gedacht sind. Da schauen wir uns dann auch noch ein paar Beispiele zu rhetorischen Figuren an zum Schluss. Und des Weiteren kann man dann auch noch den Titel und den Text zueinander in Beziehung stellen. Was hat das also, was haben die beiden zueinander zu sagen? Haben die viel Verbindung oder sind die eigentlich eher ganz anders und warum ist das so? Genau. Und dann gehen wir zur inhaltlichen Analyse, also zur Interpretation. Ich habe euch eben schon gesagt, eigentlich gehen die Analyse und die Interpretation ganz Hand in Hand. Immer wenn ihr irgendwas analysiert, formal und sprachlich, könnt ihr da auch gleich nachdenken, was will der Autor damit sagen? Warum macht der Autor das so? Warum verfasst der Autor den Text jetzt da in dieser bestimmten Art und Weise? Und das schreibt ihr dann ganz einfach hin und das ist dann eure Interpretation dieses Textes oder dieses Satzes oder dieser Passage.
Wenn es jetzt also in der Angabe noch gefordert ist, können Sie auch die Personen näher beschreiben. Also die Haupt- oder die, und die Nebencharaktere, was haben die was sind die für Personen, was haben die für Charakterzüge und vor allem, wie stehen die zueinander und was kann man daraus interpretieren, was will der Autor damit sagen. Es ist eben wirklich ganz viel eure eigene Interpretation, wie eben die Textsorte schon heißt, eure eigene Idee von dem Ganzen, was der Autor da wirklich dann damit bezwecken will, mit seinem Werk. Genau, und zum Schluss schauen wir uns jetzt noch einige rhetorische Figuren an. Da haben wir also einmal die Anapher, mit der man eben am Satzanfang oder am Versanfang einen Wort oder einen Satzteil wiederholt und damit kann man auch ganz gut hervorheben. Zum Beispiel, ich verlange das, ich verlange das. Im Gegensatz dazu gibt es die Epipher, ist also eine Wiederholung am Satzende oder Versende. Zum Beispiel, ich fordere Moral, du lebst Moral. Eben ganz gleich zur Hervorhebung. Dann gibt es den Euphemismus, wo man also etwas Negatives schöner umschreibt. Zum Beispiel eine Seniorenresidenz kann durchaus ein Euphemismus sein. Genau. Was ihr jetzt noch sagen wollt, jetzt ist mir gerade irgendwas eingefallen. Genau, diese ganzen rhetorischen Figuren, die bemerkt man meistens eh selber. Das sind also so Dinge, die im Text eh sehr, sehr ersichtlich sind und sehr leicht zu finden sind, weil sie eben besondere Stilmittel sind, die im normalen Text nicht unbedingt vorkommen würden. Aber es ist immer ganz, ganz gut, wenn man weiß, wie heißt das jetzt, wenn man weiß, wie heißt das jetzt genau. Genau, die Bezeichnung, also damit man das Ganze auch in der Interpretation gut umsetzen kann und gut beschreiben kann. Denn natürlich kann ich jetzt auch nur schreiben, der Autor wiederholt am Satzanfang so und so diese Passage oder dieses Wort und hebt damit heraus. Aber schöner ist es natürlich und auch für die Bewertung, für eure Bewertung in der Matura ist es dann natürlich viel besser, wenn ihr schreibt, der Autor verwendet eine Anapher oder eine Epipher oder wie auch immer. Genau. Wir sind also inzwischen bei der Ironie angelangt. Die Ironie ist also eine unwahre Behauptung, die deutlich macht, dass das Gegenteil gemeint ist. Genau, wir wissen eigentlich alle, was mit Ironie gemeint ist. Zum Beispiel, das ist ja toll. Kommt natürlich immer darauf an, wie man es liest, wie der Kontext gegeben ist. Dann gibt es noch die Parenthese. Ist also ein Einschub zwischen etwas Gesagtes. Zum Beispiel, ich werde dann mit diesen Bindestrichen, das meine ich ernst, die Steuer senken. Weiter geht's mit der Metapher. Die Metapher ist also eine bildliche Umschreibung. Zum Beispiel ein Meer von Menschen am Fuße des Berges. Wir wissen alle, was Metaphern sind. Da gibt es ganz, ganz viele, die man auch selber sich einfallen lassen kann. Dann gibt es noch die rhetorische Frage, die ist vor allem in Reden sehr, sehr oft verwendet wird, aber auch im Kommentar und so weiter und eben durchaus auch in epischen Texten. Ist also eben eine Scheinfrage, die nicht beantwortet wird, weil die Antwort meistens sowieso bekannt ist. Zum Beispiel, machen wir das nicht alle? Wo man eben auch nochmal sehr gut den Leser in den Text reinbringen kann und die Aufmerksamkeit des Lesers nochmal super fordern kann. Außerdem gibt es die Hyperbel, die Übertreibung, zum Beispiel Fuchs, Teufelswild oder Todmüde. Ist also eben etwas sehr Übertreibendes, womit man auch wieder mal gut hervorheben kann. Es gibt die Klimax, die stufenweise Steigerung und darunter die Antiklimax, die eben stufenweise abfallende Steigerung,
Also zur Klimax wäre zum Beispiel, ich lerne 3, 4, sogar manchmal 5 Stunden am Tag. Und im Gegensatz dazu zur Antiklimax wäre ein Beispiel Großmutter, Mutter, Kind. Ihr seht also, das eine geht rauf und das andere geht runter. Es gibt dann natürlich noch die Personifikation, wenn man also einem Ding oder Objekt menschliche Eigenschaften zuweist, zum Beispiel die Sonne lacht, obwohl die Sonne ja gar nicht lachen kann. Wiederholungen generell, zum Beispiel Geld hier, Geld da, wenn also Wörter, Wortgruppensätze wiederholt werden, nicht unbedingt als Anapher oder Epipher, aber generell Wiederholungen. Und außerdem gibt es noch den Vergleich, wo also etwas, wo man also einen Vergleich darstellt mit einem Bedeutungsbereich, von einem Bedeutungsbereich mit einem anderen und das Ganze eben dann verknüpft, um wirklich einmal hervorzuheben. Zum Beispiel stark wie ein Löwe. Mit Löwen wird meistens schon die Eigenschaft stark verbunden und wenn man das nochmal sagt, dann hebt man das eben nochmal hervor. Genau, das wären jetzt also so ein paar wichtige rhetorische Figuren, die eigentlich sehr oft vorkommen und bei denen es schon gut wäre, wenn ihr wüsstet, wie sie heißen, wie die Bezeichnungen sind, um das Ganze dann in euren Texten auch gut umzusetzen. Genau, nächstes Mal schauen wir uns ein bisschen was Praktisches zur Textinterpretation der Epik an. Und zwar eben schauen wir uns da eine Aufgabe an und lesen uns die durch und werden uns eben auch die Operatoren dazu anschauen und das Mal danach seht ihr dann einen geschriebenen Text dazu. Wenn euch das also interessiert, dann schaltet das nächste Mal ein. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr sonst ein bisschen auf unserem Kanal rumschaut und euch was anschaut und sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal.